Hallo und herzlich willkommen im Wald. In diesem Video möchte ich mal mit euch durchspielen, die Frage zu klären versuchen, inwiefern es denn auch vor allen Dingen, ja nicht nur rechtlich, sondern wie weit ist es möglich, im deutschen Wald völlig autark zu leben. Völlig autark meint über mindestens 3 Jahre, sagen wir jetzt mal, und das halt ohne Geld. Und ohne irgendwie im Supermarkt irgendwas einzukaufen. Sprich, wir nehmen ein gewisses Maß an Ausrüstung mit. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir fangen jetzt nicht an, aus dem Leder erlegter Tiere uns eigene Mokassins zu bauen. Sondern wir nehmen ein gewisses Maß an Ausrüstung mit und haben also quasi für die Zeit, die wir im Wald leben, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, genug Kleidung und Schuhe und müssen das nicht selber herstellen. Außerdem haben wir ein gewisses Maß an Werkzeug mitgenommen, haben also ein gutes Messer, ein gutes Beil und eine Säge und jeweils was zum Schärfen dabei und gehen davon aus, dass die Säge in den 3 Jahren halt eben auch nicht kaputt geht. Und während wir im Wald leben, wollen wir halt eben kein Geld mehr ausgeben und nichts mehr dazu kaufen. Und jetzt gibt es mehrere Szenarien, in Anführungszeichen, die man da von der Einfachkeit her durchkauen kann, die aber ein unterschiedlich hohes Maß an Vorbereitung benötigen. Mit Vorbereitung meine ich jetzt, wir haben schon vorher sämtliche bushcrafterischen, survivalerischen Waldskills gelernt, die es so gibt. Das können wir schon alles. Und jetzt beschließen wir eben, dass wir in den Wald ausziehen wollen und können eben vorher, bevor wir das sagen, ab dem Punkt lebe ich im Wald, noch diverse Dinge kaufen, Geld ausgeben, vor allen Dingen Rechte erwerben, um das Problem mit dem legal aus dem Waldleben umgehen zu können. Und da gibt es Szenario 1. Das geht davon aus, dass wir vorher wirklich richtig viel Geld haben. Dann kaufen wir uns nämlich eine Eigenjagd, machen den Jagdschein. Soll heißen, wir haben mindestens 75 Hektar Wald und dürfen da drin selber jagen. Und da uns der Wald komplett gehört, müssen wir auch an niemanden irgendwie Geld abdrücken, nachdem wir dann nur noch im Wald leben. Das setzt natürlich dann auch wieder voraus, dass wir noch ein Gewehr besitzen und wirklich viel Munition, weil wir die ja dann irgendwann nicht nachkaufen dürfen. Und selbst wenn man Patronen selber herstellen kann, braucht man ja die Zutaten dafür und die findet man auch nicht aus der Natur. Also Patronen ist was, das kannst du autark nicht herstellen. Es sei denn, du willst wieder anfangen, mit selbstgegossenen Bleikugeln zu schießen. Mit der Muskete. Ja, wäre vielleicht was, worüber man nachdenken könnte, soll jetzt aber hier keine Rolle spielen. Gut, dann haben wir eben diesen Wald und damit haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Nämlich, wir können zusätzlich zum Survival Food, also sprich irgendwelche Wurzelchen und Blätterchen und Nüsselchen, haben wir die Möglichkeit, also der pflanzlichen Notnahrung und der tierischen Notnahrung, die jedermann legal zu sich nehmen kann, Würmer, Käfer, Spinnen, sonstiges, haben wir halt eben jetzt die Möglichkeit, auch noch tatsächlich eben zum Beispiel Rehe, das wird wahrscheinlich so der Hauptfaktor, oder eine Wildsau zu erlegen und die dann auch zu verzehren, weil das dürfen wir, wenn es unsere Eigenjagd ist. Alles, was wir da schießen, gehört uns, können wir selber essen. Können wir überm Feuer, das wir dann eben auch machen dürfen in den meisten Bundesländern, oder zumindest die Genehmigung dafür kriegen, so ein Feuer dann in unserem Wald anzuzünden. Dann können wir das da halt da eben entsprechend zubereiten und haben dann eine ganz wesentlich bessere Nahrungsversorgung, als das jemand hat, der nicht die Möglichkeit hat, größeres jagbares Wild eben zu erlegen. Rechtlicher Hinweis, man darf übrigens auch keine Wirbeltiere kleinerer Art töten, auch nicht, wenn man Jagdscheininhaber ist, weil die ja kein Wild sind. Soll heißen, es gibt in alten Survival-Büchern noch den Hinweis, man könne doch Bisamratte essen, weil Bisamratte nicht im Naturschutzgesetz steht. Das ist aber jetzt mittlerweile dahingehend geändert, dass allgemein da steht, dass man keine Bisamratte, also dass man keine Wirbeltiere töten darf, außer in einer großen Notsituation. Das ist aber in Deutschland niemals gegeben, wenn man freiwillig beschließt, im Wald leben zu wollen. Das gilt nicht als Notsituation rechtlich. Gut, also das war das eine Szenario. Da haben wir halt schon diesen dicken Vorteil, ne? Szenario Nummer 2. Wir beschließen, im Wald zu leben, aber warten zumindest, bis die richtige Jahreszeit ist. Wir haben zwar nicht vorher genug Geld, um uns einen eigenen Wald zu kaufen. Möglicherweise haben wir den Jagdschein oder wir haben ihn nicht. Spielt keine Rolle, weil eine Pacht können wir nicht bezahlen. Sobald wir im Wald wohnen, in Anführungszeichen, haben wir ja kein Geld mehr, um irgendwo bezahlen zu können, dass wir da jagen gehen. Möglicherweise haben wir noch irgendwo einen Kumpel, bei dem wir jagen können, aber
wir wollen auch eben versuchen, mit so wenig wie irgend möglich Hilfe von auswärts klarzukommen. Soll heißen, wir haben auch nicht einen Kumpel, der uns gelegentlich mal ein Kilo Mehl in den Wald schleppt oder ein Kilo Reis oder irgendwie sonst was, sondern wir kommen wirklich alleine klar. Gut, und bei diesem zweiten Szenario ist jetzt eben wichtig, dass wir nicht beschließen, wir gehen jetzt irgendwann in den Wald, sondern wir beschließen, und das ist ein wesentlicher Vorteil, wir gehen kurz vorm Herbst in den Wald, dürfen uns vielleicht noch ein kleines bisschen was zu essen mitnehmen, vielleicht für eine Woche oder was. Und in der Woche haben wir dann genug Zeit, im Wald rauszufinden, wo denn überall die Bäume stehen, die im Herbst dann so richtig was zu essen runterschmeißen. Denn das Nahrungsmittel pflanzlicher Art, das legal gesammelt werden darf, in großen Mengen dann schon wieder eigentlich nicht, aber das ist eine rechtliche Grauzone und solange wir nicht strikt illegal sind, finde ich Grauzonen für unser Spielchen, was wir hier jetzt durchkauen, noch okay. Deshalb haben wir jetzt eine Woche lang Zeit herauszufinden, wo eben Bäume stehen, die Eicheln, Bucheckern oder im Idealfall, und das würde ich auch nochmal als Voraussetzung eben geben, wenn wir in den Wald ziehen wollen, dann ziehen wir in einen Wald, in dem auch eben Maroni wachsen, beziehungsweise Edelkastanien, weil eben diese Edelkastanien sind das Grundnahrungsmittel aus dem Wald. Und wenn man langfristig im deutschen Wald leben will, dann ist man auf die Dinger nicht unbedingt angewiesen. Es geht auch nur mit Eicheln. Das ist dann auf Platz 2 der pflanzlichen Grundnahrungsmittel aus dem Walde. Aber mit Maroni ist es erheblich einfacher, weil man die in kürzester Zeit in riesigen Mengen anhäufen kann und sie auch relativ einfach, ohne sie gleich alle kochen und backen zu müssen, konservieren kann. Dazu habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, wie das funktioniert. In größeren Mengen im Prinzip einfach in kaltes Wasser schmeißen und dann über einen bestimmten Zeitraum quellen lassen, Wasser immer mal wieder austauschen. Damit deaktiviert man einfach die Keimung der Maroni. Die wollen dann nicht austreiben und sind dann um ein 4- bis 5-faches, wenn es gut läuft, länger haltbar, als sie das normalerweise wären, weil normalerweise sind sie eben nicht lange haltbar. Alternativ zu den Maroni, Eicheln. Im Idealfall sucht ihr euch also einen Wald mit vielen Eicheln und vielen Maroni, den entsprechenden Bäumen dazu natürlich, also Edelkastanie und eben Eichen. Bei den Eichen ist es wurscht, ob Stiel- oder Traubeneiche. So, und das macht ihr eben, wie gesagt, kurz vorm Herbst, damit ihr dann im Herbst gleich wie ein Wahnsinniger all diese Nussfrüchte sammeln könnt. Auch Haselnuss, wenn ihr Glück habt. Findet ihr da auch noch welche? Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir so gutes Glück haben, dass gerade ab überall alles voller Haselnüsse, alles voller Maroni, alles voller Eicheln ist. Wenn das nicht der Fall ist, im Szenario 2 hat man ja die Möglichkeit zu sagen, man geht erst ab Punkt selber ausgewählt in den Wald und kann ja vorher gucken, oh, dieses Jahr gibt es nicht viele Früchte, dann warte ich noch ein Jahr, bevor ich in den Wald gehe. Das hat halt eben den großen Vorteil, dass man so relativ gut über den Winter kommt. Wir besitzen von mir aus auch einen Schlafsack und so weiter und so fort. Also so allgemeine Ausrüstung, Outdoor-Ausrüstung haben wir. Es geht nur darum, dass man ab dem Punkt, wo man eben im Wald lebt, kein Geld mehr ausgeben darf. Vorher hat man schon einiges an Ausrüstung mitgenommen. Also wir müssen nicht in der Laubhütte pennen, sagen wir es mal so. Und wir haben einen Schlafsack. Zu Szenario Nummer 2 muss man dann noch ergänzen, wir haben jetzt eben schwerpunktmäßig nur tierische Nahrung zur Verfügung, weil wir eben nicht Wirbeltiere jagen dürfen, aus rechtlichen Gründen. Wir könnten es theoretisch schon, aber das wäre Wilderei. Und wir haben auch nicht legal ein Plätzchen zum Feuer machen, also wenn dann halt eben nur an irgendeiner offiziellen Feuerstelle. Und davon gehen wir jetzt eben auch aus, dass wenn wir keinen eigenen Wald haben, in dem wir legalen Feuer anzünden können, dann nutzen wir halt öffentliche Feuerstellen. Jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Feuer brauchen, müssen wir dann halt eben dahin pilgern und leben so halb nomadisch, dass wir wirklich also einen großen Bereich von Wald abstreifen, um halt eben unsere pflanzliche Nahrung auch zusammenzusammeln, weil dafür braucht man doch einiges an Platz, um die erforderlichen Mengen eben zusammenzutragen, gerade im Herbst beim großen Ernten. Und haben dann also quasi so ein Basislager, in Anführungszeichen, in der Nähe unserer Feuerstelle. Dieses Lager darf halt aber auch nicht zu ausführlich sein. Wir dürfen da ja kein Holzhaus hinstellen, sondern haben halt eine einfache Bretterhütte, in Anführungszeichen. So was ganz, ganz Simples, damit es gerade noch so in der rechtlichen Grauzone hockt und nicht schon wirklich direkt illegal ist. Also so irgendwo so in dem Bereich, ne? Das ist auch schon fragwürdig genug, aber halt noch nicht direkt verboten. Da wir jetzt eben nur pflanzliche Nahrung zur Verfügung haben, brauchen wir noch irgendeine tierische Komponente. Und das bedeutet, in diesem Szenario müssen wir zwangsweise tatsächlich Käfer und Würmer und ähnliches Zeug verzehren,
wollen, in Anführungszeichen, das bleibt nicht aus, weil gänzlich ohne tierische Nahrung kommt man mit solchen Nüssen und eventuell noch Wurzeln, die man sich ausbuddelt oder Entengrutze, die man sich aus dem Teich holt oder diverse andere Dinge, die halt eben auch wirklich für uns verwertbare Kalorien in Form von Stärke enthalten. Kommt man zwar kalorienmäßig einigermaßen hin, aber aufgrund von Eiweißmangel und Stickstoffmangel in Anführungszeichen, Eiweiß und Stickstoff ist in so gesehen irgendwo fast dasselbe, braucht man noch eine gewisse Komponente tierischer Nahrung und das geht dann halt eben nur über Insekten, weil wir Wirbeltiere ja nicht töten dürfen. Gut, das wäre also dieses Szenario und dann Szenario Nummer 3. Noch unguter, weil wir beschließen, zu irgendeinem unpassenden Moment in die Natur zu ziehen. Zum Vergleich zu Szenario Nummer 2 haben wir dann halt eben nicht die Möglichkeit, dass wir erstmal einen riesigen Vorrat an zum Beispiel Maroni anlegen können, mit dem wir problemlos über den Winter kommen. Wahrscheinlich noch bis in den Sommer hinein, wenn wir alles richtig gemacht haben. Eicheln lassen sich als Eichelbrot, dass man doppelt mal zweimal brät und so richtig schön knusprig durchbrät und das dann irgendwie halbwegs trocken lagert, dann lässt sich das sogar bis in den Sommer, bis zum nächsten Herbst schon fast konservieren. Wie gesagt, wenn man es richtig macht. Und das ist alles viel Arbeit, aber niemand hat gesagt, dass das Ganze komfortabel werden soll. Also so kommt man halt relativ gut durch bei Szenario 2. Man kommt halt eben fast bis zum nächsten Herbst mit dem Zeug, was man im vorigen Herbst gesammelt hat. Denn das ist eben der Knackpunkt. In einem deutschen Wald findet man nur im Herbst so richtig, richtig viel Nahrung und in allen anderen Jahreszeiten, da reicht es halt für Survival Food, für kurzzeitig mal eine Zeit lang überdauern, aber nicht für wirklich langfristig da leben. Und wenn wir zu irgendeiner anderen Jahreszeit eben in den Wald müssen, auch wieder mit Ausrüstung, aber ohne Proviant, haben wir halt eben das Problem, dass wir dann bis zum Herbst mit dem bisschen in Anführungszeichen an alternativer Nahrung, was es neben den Nüssen, die es im Herbst gibt, noch gibt's im Wald, auskommen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Wurzeln ausbuddeln im Wesentlichen und natürlich auch wieder Käfer fressen und das jetzt noch massiver als vorher. Also in Szenario Nummer 2 müssen wir im Vergleich dazu in Szenario Nummer 3 wirklich massive Mengen an Käfern sammeln, also auch richtig auf Käferjagd gehen und größere Ladungen an Maden anhäufen und ähnliches Zeug und dann fleißig davon auch eben zehren. Denn die alternative pflanzliche Art besteht darin, irgendwelche Schilfwurzeln zum Beispiel oder Löwenzahnwurzeln oder Entengrütze oder ähnliches zu sammeln. Ich will jetzt hier gar nicht so sehr jetzt auf die Details eingehen, welche Pflanzen dann wie essbar sind und so weiter und so fort, sondern mehr einfach darauf hinaus wollen, dass dieses Zeug alles relativ umständlich in so richtig großen Mengen zu beschaffen ist. Erheblich schwieriger, als es halt eben ist, Eicheln, Kastanien und Bucheckern zu sammeln. Das kann halt eben schon kritisch werden, je nachdem, wenn man dann nämlich Pech hat, erwischt man in dem Jahr, in dem man zum Beispiel beschlossen hat, im Frühjahr erst in den Wald zu gehen und sich dann primär von Bärlauchzwiebeln zu ernähren. Wichtig ist die Zwiebel, nicht die Blätter. Die Blätter enthalten wieder keinen Nährwert, die Zwiebeln nur minimal. Aber das wäre zum Beispiel auch wieder sowas, was man in größerer Menge im Frühling als Nahrung erstmal sammeln könnte. Da hat man bis zum Herbst aber auch mit Sicherheit sämtlichen Zivilisationsspeck aufgebraucht, den man bis zu diesem Zeitpunkt, muss man wieder die Fackel ins Bild halten, die man bis zu diesem Zeitpunkt eben noch hatte, die Speckvorräte. Macht es dann halt schon wirklich sehr, sehr, sehr unkomfortabel und schwierig, weil eben, wenn wir Pech haben, erwischen wir einen Herbst, in dem es eben nicht viele Nüsse gibt, nicht viele Maroni, nicht viele Eicheln, nicht viele Bucheckern und was machen wir dann? Dann könnte es halt passieren, wie das früher halt auch immer mal wieder möglich war und oft auch mal wirklich eben vorgekommen ist, dass im Winter tatsächlich eine richtige Hungerszeit ausbricht und man dann auf irgendwelche Winternotnahrung umsteigen muss. Die ist größtenteils dann auch wieder tierischer Art in Form von irgendwelchen Käfern, Insekten und sonst was, die man hoffentlich noch unter irgendeinem Stein hervorkratzen kann. Man kann auch froh sein, wenn man noch irgendwelche Würmer oder ähnliches Viehzeug findet. Das ist im Winter noch das Beste von den Kalorien her, was man essen kann, aber so wirklich viel haben übrigens Insekten und ähnliches an Kalorien auch nicht. Also ohne eben die pflanzliche Komponente in Form von Nüssen kommt man im deutschen Wald nicht zurecht, denn es ist halt eben ein Wald, ne? Die vorherrschende Vegetationsform sind Bäume, also ist es relativ logisch, dass man sich von Baumfrüchten ernähren muss. Was man übrigens auch noch in größeren Mengen theoretisch essen könnte, wären die Fruchtmäntel von Eiben. Die sind von den Kalorien her auch eine ganz gute Nahrung. Auch Vogelkirschen
Quatsch, Vogelbeerenbäume, also Sorbus aucuparia, die Vogelbeere. Das ist das Ding mit diesen orangenen Beeren, die angeblich essbar sind. Gekocht kann man die sehr wohl essen. Die enthalten dann auch ein gewisses Maß an Kalorien. Lecker sind sie nicht, aber das ist auch nochmal sowas, was geht. Nur um es mal in den Raum geschmissen zu haben. Ja, aber eben im Winter was tun? Käfer suchen, Käfer essen. Und die einzigen anderen Dinge, die dann noch gehen, sind dann halt auch eben irgendwelche Wurzeln irgendwelcher Pflanzen, die man überirdisch im Winter halt eben nicht sieht. Man kann zum Beispiel auch versuchen, noch wilde Möhren auszugraben, wenn man im Sommer oder wann man halt auch immer in den Wald gegangen ist, aus irgendwelchen Gründen gesehen hat, ah, hier wachsen wilde Möhren, und dann kann man unter Umständen, hat man eine ganz gute Chance zu erkennen, dass jetzt diese Blattrosette, die da am Boden noch so halbwegs zu erkennen ist, zur entsprechenden wilden Möhre gehört, und kann die dann aufbuddeln und hat dann halt die Wurzel der wilden Möhre, die im Winter sogar besser schmeckt als während der Vegetationsperiode, weil dann halt sämtliche Speicherstoffe auch drin sind, um in der Vegetationsperiode neu auszutreiben. Das ist also zum Beispiel auch sowas, was man im Winter einsammeln kann. Grundsätzlich ist es im Winter eine gute Idee, umzuziehen in Richtung Fluss, weil man dann da halt eben Schilf, Röhricht, Rohrkolben und Ähnliches findet, was von der Wurzel her so mit die nahrhaftesten Wurzeln hat, die man so finden kann an Wurzeln. Und mit so einem Zeug kommt man dann so halbwegs über den Winter, wird aber nochmal an Gewicht verlieren. Und wenn man vorher schon viel Gewicht verloren hat, weil man im Frühjahr und im Sommer wahrscheinlich auch nicht so viel zu essen gefunden hat, dass man da großartig jetzt wirklich noch einen Speckvorrat von hätte anlegen können. Im Gegenteil, da man jetzt das erste Jahr in der Natur ist, selbst wenn man sich vorher super toll vorbereitet hat mit diversen Survival-Kursen und Ähnlichem, kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles so ultimativ gut laufen wird, dass man da kein Gewicht verliert. Also schwierig, ne? Und da uns keiner helfen darf, im Sinne von ein Kilo Mehl vorbeibringen, wäre es halt durchaus gefährlich dann auch im Winter, weil wenn man dann wenig gegessen hat, dann friert man auch leichter. Dann wird es vielleicht unter Umständen tatsächlich mal wieder ein kalter Winter. Wäre ja möglich. Und da wird man schon zu kämpfen haben, ob das Ganze dann schaffbar ist, eben die reine aus dem Wald Leberei. Ja, und jetzt habe ich eingangs, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es erwähnt hatte oder nicht, aber ich wollte zumindest erwähnen, eingangs, dass man doch noch die Hilfe eines Kumpels braucht, nämlich man braucht ja noch einen festen Wohnsitz aus rechtlichen Gründen, und den müsste man dann quasi bei jemandem haben, bei dem man im selben Haushalt lebt, allein weil man ansonsten nämlich Rundfunkgebühren zahlen müsste, und davon hat man ja auch wieder kein Geld, weil wir haben ja insgesamt wirklich kein Geld. Man müsste auch vermeiden, dass einem, während man im Wald lebt, zum Beispiel der Personalausweis abläuft, weil einen neuen beantragen auch wieder Geld kosten würde, das man nicht hat. Also das sind alles solche Dinge, die man da tatsächlich beachten muss. Man darf halt wirklich nichts haben dürfen, was Geld kostet. Ein Bankkonto haben wir auch nicht, weil das kostet Kontogebühren. Also nur, dass wir mal jetzt alles durchspielen, was da eine Rolle spielen würde. Eben, also diesen Kumpel brauchen wir halt, um einen festen Wohnsitz zu haben. Weil wenn wir keinen hätten, wäre das im Prinzip auch nicht so hundertprozentig legal, wenn man so möchte. Außer man meldet sich quasi obdachlos. Man kann sich nicht obdachlos melden. Man kann auch seinen Perso verlieren und all sowas. Aber streng genommen ist das schon wieder mehr als eine rechtliche Grauzone. Das darf man ja eigentlich nicht. Man ist schon verpflichtet, einen Personalausweis zu haben. Also darauf wollte ich jetzt nun auch nochmal hinaus. Klar, das spielt jetzt in der Praxis dann nicht mehr wirklich eine Rolle, ob man jetzt bei einem festen Wohnsitz beim Kumpel hat, wo man eben nicht wohnt, sondern nur als Alibi-Wohnsitz oder nicht. Ist dann für die Überlebenskomponente selber aber eigentlich dann Wurst. Ja, das sind die drei Szenarien, und zum Schluss möchte ich halt eben nochmal betonen, so als Fazit, ja, es geht schon, dass man autark aus dem Wald lebt, aber dann sollte einem eben aus rechtlichen Gründen für ein gutes autarkes Leben aus dem Wald, in dem man auch im Winter problemlos klarkommt, weil man auch im Winter jagen kann, muss man halt eben die Möglichkeit auch haben, da größere Tiere erlegen zu können. Denn für ein Leben aus dem deutschen Wald, das die Vegetationsform mitteleuropäische Wälder, benötigt eben für Homo sapiens die Möglichkeit, größere Tiere jagen zu können. Da ist Fleisch einfach erforderlich, damit man sicher über den Winter kommt. Und sonst braucht man halt eben wirklich viel, viel, viel Zeit und viel Geduld, um viele, viele Nüsse im Herbst zu sammeln. Die beiden Hauptnahrungsmittel, also Wildbret und Nüsse im weitesten Sinne. Bucheggern, Eicheln, Haselnüsse und Maroni.
Und wichtig sind halt wirklich die Maroni, die machen das Leben so viel einfacher. Die kann man einfach nur sammeln, ins Feuer schmeißen, essen. Fertig. Spart halt auch eben Zeit. Man hat zwar in der Regel in so einem Szenario, wenn wir in der Natur leben, zwar Zeit, dürfte nicht das Problem sein, aber ja. Es ist vielleicht wirklich empfehlenswert. Das habe ich ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Wir sind alleine. Wir haben jetzt nicht eine ganze Gruppe von im Wald lebenden Wahnsinnigen, sondern sind wirklich eben, wie gesagt, allein. Ja, da muss man halt schon gucken, wie man seine Zeit einteilt. Und so viel Energie hat man unter Umständen auch nicht, dass man am Tag irgendwie 12 Stunden lang Eichelfladen zubereiten möchte. Weil wenn insgesamt wenig Nahrung da ist, dann ist man auch so ein bisschen saft- und kraftlos und muss vielleicht eventuell auch noch seine tolle Waldhütte reparieren, die sich auch wieder in der rechtlichen Grauzone befindet. Also das Maroni wäre schon wirklich richtig gut, wenn die verfügbar wären. Ja, und die Sache mit der Waldhütte, da muss man halt wirklich schon, das geht ohne rechtliche Grauzone nicht. Es ist ja nicht explizit wirklich verboten, über eine längere Zeit im Wald zu schlafen, aber zelten dürfte man halt nicht und eine festere Unterkunft als so eine einfache Bretter, ja, Asthütte in Anführungszeichen, vielleicht noch mit einer Plane, damit es nicht reinregnet. Was Besseres dürfte man eigentlich schon nicht mehr bauen, rechtlich gesehen. Klar kann man langfristig auch in sowas nächtigen, aber schön ist es halt eben nicht. Und klar, man würde sich schon gerne ein Blockhaus dann in den Wald bauen in so einem Szenario, aber das ginge halt nicht. Grundvoraussetzung, um das Ganze durchziehen zu können, ist also selbst bei Szenario 1, man hat einen Wald und hat eben vorher viel Geld ausgeben können und sich eben so einen Wald kaufen, was ja unrealistisch ist. Leute, die beschießen, in die Natur zu ziehen, haben nicht vorher das Geld, um sich mal eben 75 Hektar Wald zu kaufen. Ich habe mal irgendwann schon mal gesagt, das würde ungefähr 2 oder 3 Millionen Euro kosten. Nur mal am Rande bemerkt. Wobei dann die Jagdausbildung relativ erschwinglich ist im Vergleich dazu. Also das Szenario kann man eigentlich quasi knicken als Autonormalverbraucher. Aber wenn man das halt eben so hätte, wie gesagt, dann wäre es durchaus relativ gut möglich, mit entsprechender Skill und so weiter und so fort das Ganze hinzukriegen, autark nur aus dem Wald zu leben. So. Ich glaube, ich habe erklärt, was ich meine. Bei diesem Video bin ich jetzt ganz, ganz, ganz besonders gespannt, was ihr mir da drunter schreibt. Ich versuche, so gut es geht, dann auch ausführliche Antworten zu geben, wenn ausführliche Kommentare kommen. Aber aktuell sind ja doch einige Abonnenten vorhanden inzwischen, was dazu führt, dass ich noch nicht so hundertprozentig versprechen kann, dass ich wirklich alles beantworte. Was interessant ist und was tolle Denkansätze enthält, da werde ich auf jeden Fall natürlich was drunter schreiben. Aber jetzt so einfache, interessantes Video, Kommentare, wo sonst nicht viel drinsteht, werde ich jetzt in diesem Fall wahrscheinlich nicht kommentieren können, weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Ja, und dann ist meine Fackel auch bald aus, seht ihr, vieles nicht mehr dran. Und das ist, glaube ich, dann ein ganz guter Punkt, hier Schluss zu machen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.